Ja, mal schauen, wo der Slate da rum. Hallo? Ich wollte gerade sagen, hey, die laufen so ganz normal, machen gar nichts. Vor allem der eine da vorne. Ich gedacht so, muss ich die jetzt töten oder sind die friedlich? Aber ich glaube, hier ist keiner friedlich zu mir. Außer vielleicht die Elizabeth ein bisschen. Die sind einfach so rausspaziert. Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Okay. Schon mal ein bisschen kühler hier mit dem Schnee. Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er es und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Okay, wieder ein schöner Rhyme. Aber ich muss sagen, das ist schon mal ganz cool gemacht hier so. So eine Art kleine Show. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Kolumbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? So, okay, jetzt kommen sie wieder. So, warte, machen wir hier so ein Nestchen. Da haben wir rechts schon mal kurz mal ein bisschen Ruhe. Ah, der da oben. Was macht der da? Okay, warum brennt der da? Machen wir wieder hier hin. Oh, der eine ist tot. Jetzt habe ich ein bisschen eine blöde Waffe. Oh, Hallöchen. Ist wieder so ein Feuer-Tippi. So, machen wir die Krähen hin. Ein bisschen raus. Ah. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen viel Reichweite. Oh, wir haben ja noch den Raketenwerfer. Geil. Uhoho. Sehr schön. Ah, nein, ne? Ist schon ein bisschen zu nah dran. Alter, ich bleib hier immer an so blöden Ecken hängen. So, Achtung, Elizabeth. Oh, toll, nachladen. So, gehen wir hier nach oben. So, da oben war doch einer irgendwo. So, gut, dass wir nur zwei Raketen gleich haben. So, oh, den hat schön zerfetzt. Ja, dankeschön. So, ich weiß jetzt nicht, welche Munition es war, aber... Das war eine gute Tat, Booker. Sie starben wie Männer. Ich hab nicht drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker David fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. So, okay. Hier gibt's noch ein bisschen Essen, noch ein bisschen Salz. Was hat Slate gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? So, okay, wo dürfen wir jetzt hin? Rotunde, wo wäre das? Das ist für mir. Employees only. Nur Angestellte. Ich bin Angestellter. Sozusagen. So, hier haben wir wieder ein Geschenk. So, neue Hosen. Hosen haben wir doch, glaub schon. Dringende Fürsorge. Verringert die Verzögerung beim Wiederaufladen eines Schildes um eine Sekunde. Erhöht die Wiederaufladerate von Schilden um... zweimal. So, wir haben die Skyline-Nachlader. Ja, okay, Nachladen, wenn ich von der Skyline springe. Na, muss es nicht unbedingt sein, oder? Ich würde sagen, ich nehme das da. So, ja, mein Karabiner. Ne, ich nehme noch meine Schrotflinte, meinen Raketenwaffe mal mit. Oh, hallo? Woher kommt denn der jetzt? Ach, da kommt noch mehr. Guck mal, was ich hab. Bam. Alle beide auf einmal. Hey, woher kamen die jetzt alle? Irgendwie respawned oder was? Gibt's doch gar nicht. Ich dachte, hier ist alles safe.
So, noch eine Birne. Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Und, jetzt ist hier offen. Wow! Oh, hallo. Hallöchen. Ja, der auch noch. Ja, gibt's ja gar nicht. Stehen die direkt hinter der Türe. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Okay, jetzt hören wir wohl noch mal eine Geschichte. Glaube ich zumindest mal. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Ja, geht's da hinten noch weiter oder? Ne, geht's wohl in den nächsten Raum rein. Transport des Kindes. Das ist mein Turm. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Bin ich? Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein! Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Okay. Lady Comstock. So, ich bräuchte hier Hilfe. Jo, genau. Knack mal in der Runde. So, die Ermordung unserer Lady. Oh je. Jetzt geht's langsam ab, ja? So, wird hier auch was gesprochen oder? Ist der Raum einfach nur zur Zirde da? Die Rache des Propheten. Das liest sie uns nicht vor, oder wie? Oh. An der frischen Luft im Innenhof. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Mach mal einen Riss, vielleicht komme ich irgendwie rüber. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Das war ich irgendwo im Hebel, oder? Das ist so... Oh. Hallo? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. So, achso, warum jetzt mit Viereck? Na dann. Fertig. Ah, okay. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Okay, muss ich mich jetzt entscheiden, oder? Komm, dann nehmen wir das Geschütz. Nimm den da! Geschütz! Ach, jetzt können wir das trotzdem noch machen. Doch mal geil. Raketen, da drüben! So, Raketen. Mehr hast du nicht. So, yo. Oh, das war eine Raketenmunition. Weil ich das gesehen habe. So, komm, mach mal hier, dann komm ich da rüber. So, dann gehen wir mal hier hin. So, ich bleib von oben hier. So, mal hier schnell wechseln. Aua. Oh, jetzt wird's eng. Mach mal ein Nestchen. Oh. Oh, hallo Elisabeth. Ich auch hier unten. Oh, Gesundheit. Ja, danke schön. Oh, auch noch schön voll gemacht. So, was haben wir hier? Rabatt, Dollarbill? Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh, wir kommen hier angerannt wie die Fliegen.
gibt's ja gar nicht. Comstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Booker? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! So, alles noch schön plündern. So, da hinten haben wir doch auch noch was gehabt, oder? So, hier ist gar nichts mehr. Okay. Weil hier ja eigentlich Raketenwaffe, glaube ich, noch ein paar Leute umgebracht habe, aber egal. Oh, hier haben wir noch Salz. So, den Rabatt-Dollar-Bill brauche ich eigentlich nicht. Noch nicht. Salz habe ich voll, Munition habe ich eigentlich auch noch okay, Gesundheit auch. Halt die Augen auf nach dieser Short-Jockey-Kraft. So, was haben wir hier? Haben wir da so ein Armory? Magazinvergrößerung. Jetzt können wir noch den Panzerfaustschaden erhöhen, wenn wir die gerade haben. So, was haben wir sonst noch? Die Pumpe. Aber die haben wir, glaube ich, schon, oder? Ja, Karabiner, Pistole. Präzision bei Maschinengewehr, Magazinvergrößerung bei Dings. Ah, okay, ist zu teuer. Ey, ich komme gerade noch an das Mikro an. Was? Oh! Cool. Kohle gibt es mir auch noch. So, Medizinkits brauche ich jetzt noch nicht. Halt sie auch nicht. Zu rar ist jeder Schlag von Mann. Wir heulen und schreien, dass er nicht spalt. Doch hier heulen wir euch, der Horst auf das Knie. Also, ja, redet halt durcheinander. Versteht gerade gar nichts. Männerbucke. Dazu wird Comstock uns machen. Mit Bäden und Hebeln statt Köpfen und Herzen. Oh. Hallöchen. Oh, okay. So, komm hier, hier ist so ein Geschützmann. Vielleicht ein bisschen in Deckung. Alter, der macht Damage. So, das Geschütz macht mit. Oh, Hallöchen. Kann ich auch wegrennen? Nochmal ein bisschen nett.